Ein herzliches Willkommen zu LS22 hier im Projekt Farmers Tagebuch. Ja, der Malte muss jetzt dann gleich los. Er tankt mich noch schnell ab und dann muss er auch zum Termin noch, zum Geschäftstermin. Aber er hat ja beide LKWs da. Malte, lässt man du dann den LKW noch mit da, weil falls meiner voll, deiner voll wird, hau ich es dann in meinen noch rein, in anderen. Ja. Dir viel Spaß beim Termin noch. Servus. Ciao. So, da, dann machen wir hier weiter. Es hilft doch nichts. Schauen wir, dass wir eine einigermaßen Linie hinbekommen. Und dann machen wir da hinten weiter. Kriegt der Flo wieder einen Anfall, wenn er nicht seine Linien so gezogen bekommt, wie es er will. Hilft ja nichts, muss auch sein, aber trotzdem. Oft einmal kann man es ein bisschen übertreiben. So, dann werde ich jetzt mal noch schnell das Handy anstecken, sonst haben wir da ein Problem. Gut, dass wir im Drescher auch einen USB-Anschluss haben. Den Funk können wir ausmachen, den brauchen wir heute nicht mehr. Ist eigentlich der Eisenfuzzi noch da? Würde mich jetzt interessieren. Mein treuerster Begleiter. Jawohl. Ciao. Und so behelfen wir uns, die am PC haben, sämtliche Tasten und Knöpfe für Funk und Zeugs, und so behelfen wir uns. 5 Kilometer Funkgerät. Jo. Aber schon, weißt du, wir machen uns auch Gedanken für das, dass wir sozusagen auf Konsole nur spielen. Machen wir uns auch Gedanken. Aber, Leute, der Funk funktioniert. Und wer ist wieder am längsten da? Die eiserne Elite. Der Eisenfuzzi und die eiserne Elite. Oh Mann, ey, das fällt jetzt dann ab, Ernten, ey. Oh, oh, Flo, das wird teuer. Oh, das wird teuer. Was ich in letzter Zeit schon alles gemacht habe. Oh, oh, oh. Wann habe ich da den letzten Geldeingang bekommen? Muss ich erstmal in meinen Unterlagen erstmal nachschauen, ob da schon überhaupt was gezahlt wurde. In letzter Zeit. Ich will mal wirklich nachgucken. Da müssen wir wirklich mal gucken. Und wie gesagt, das mit dem Ladewagen, das werde ich in den anderen Projekt testen, weil wenn es nicht funktioniert und uns hier was abschwört, dann ist der Teufel los. Jetzt sind wir schon so weit.
Das können wir uns da nicht leisten, dass da irgendwas kaputt wird. Aber testen werde ich ihn. Spätestens am Freitag. Morgen haben wir Sendepause. Morgen, ja, vielleicht streame ich vom Wohnzimmer ein bisschen zwischen den zwei Sendungen, beziehungsweise bei meinen Sendungen. Morgen kommt Hoffmanns Family Gold. Gucken wir mal und Dings danach dann Fang des Lebens. Die neuen Folgen. Diese Krabben, die Krabbenfische, wenn ihr die wisst, was ich meine. Aber jetzt ist halt so eine Sendung, die will ich gerne anschauen. Und Donnerstag dann wieder Formel 1, das wird wieder sehr interessant. Geht denn der Kampf weiter? Ferrari gegen McLaren. Ja, machen wir auch. Muss ich morgen schauen, dass ich Dings mitnehme? Ja, da brauche ich einiges. Wie mache ich denn das am blödsten? Ja, hab schon einen Plan. Ah, das dauert jetzt wieder ordentlich, das Riesenfeld abzuernten. Teilweise wäre es doch wahrscheinlich sinnvoll, einen zweiten Drescher auf Dauer. Oh je, ist das was. Die Abernterei. Aber gehört dazu. Das ist mein Geld, was ich mir damit verdiene. So, jetzt dürfen wir wieder hinterlaufen. Ach nö. Gut, dass ich Befugnis habe für die ganzen Maschinen. Ja, die schon wieder das Licht brennen lassen. Gut, dass ich das mitbekommen habe, weil sonst, wenn die Batterie leer gewesen wäre,
wäre es ein Problem. Oh, 71.000 Liter ist da schon drin, ernsthaft? Wir haben gerade so ein kleines Stück. Boah. Leute, was ist denn da los? Was haben wir denn hier Ertrag? Na guckt, hier ist noch 80%, gell? 73, zwischen 73 und 80%. Aber da kann ich leider nichts machen. Das liegt am Boden. Das ist leider Gottes der Boden. Mann, was haben wir jetzt in letzter Zeit alles für sie gemacht, ey? Oh Mann, ich habe ganz vergessen, am Walte noch zu zahlen. Der müsste auch noch bezahlt werden. Oh Mann. Der hat mir doch letztens letztes Jahr mit Gras und Heu geholfen. Oder hat den nicht gezahlt, ey. Habe ich denen was gegeben dafür? Hat der überhaupt momentan Kohle, der Typ? Malte privat 166.000. Ich glaube, den habe ich sogar was gezahlt. Aber ich weiß es nicht mehr sicher. Habe ich den nicht letztens 20.000 überwiesen? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß, dass er mir geholfen hat, aber ich weiß nicht, warum ich ihm was überwiesen habe. Muss ich beim nächsten Ausladen, muss ich direkt mal gucken, ob der Ladewagen im Shop schon verfügbar ist, weil dann würde ich mir den einmal zulegen und den hier austesten und würde ihm dann schon einmal Stroh hochfahren. Demnächst. Oder vielleicht heute sogar noch, wenn ich noch dazukomme. Mal können wir jetzt so nebenbei gucken. Ladewagen. Ist denn der hier schon im Dings verfügbar? Nee. Nur der Rapid. Der ist noch nicht verfügbar.
Aber vielleicht beim nächsten Mal. Da geht ganz schön was raus, ey. Schon wieder 14.000, ich hab da gerade erst ausgeleert. Aber es tut auch mal gut, wenn man mal ein bisschen Ruhe hat, kann in Ruhe dahin ernten. Es ist einfach mal angenehm. Ohne dass irgendwie irgendwas passiert, dass irgendwie Fuchsbach auftaucht oder irgendwas. Oh, 20 Tage noch. Beziehungsweise 21 Tage. Dann beginnt das neue Projekt. Alter, was der da Weizen rauskriegt, ey. Schon brutal.
völliger Wahnsinn, was da rausgeht. Was hat denn der schon drin jetzt? Boah! 115.000 Liter, das ist schon extrem viel. Naja, teilweise haben wir ja einen Gewinn von 120%, also 20% mehr. Ja, es liegt halt an der Bodenart auch, gell? Das ist halt so. Es liegt auch an der Bodenart. Oh. Zieht er fast ein anderes Problem noch auf mich zukommen. Zwar wird schon langsam der Tank leer. Und wenn wir dann schon mal beim Tanken sind, können wir danach noch schnell in den Mittag gehen. Ah, Wahnsinn, was hier rausgeht. Mal gucken, hoffentlich reicht der Sprit noch aus bis zur Tankstelle dann. Aber ich will unbedingt hier noch den einen Korntank voll machen.
dann schnell den Mittag noch dazu. Beziehungsweise spätes Mittag. Wir hatten Mittag nichts. Einmal rauf, einmal runter und die Hälfte nochmal rauf und schon wieder voll. Das ist einfach nur brutal, was da Zeugs rausgeht. So, lala. Aber liebe YouTube-Leute, das war's dann erstmal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt, momentan sind halt jetzt einige Folgen mit Ernten dran. Es geht halt wieder jetzt rund. Und ja, um es noch rechtzeitig zur Tankstelle schaffen. Und den Mittag, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Für die im Stream bitte dranbleiben, es geht sofort weiter und ja, wir machen mal eine kleine Streampause. Ich bin dann gleich zurück. Bis demnächst dann in YouTube. Tschüss und ciao.